So, dann kommt mal dahin gelaufen. Sehr gut. Sehr gute Idee. Okay. Kann das sein, dass wir hier runterspringen müssen? Okay. Machen wir das doch mal. Junge, mach hinne! Ey! Danke fürs Ausholen. Ey, krasse Tattoos, Mann. Jo, kein Ding. Verschwinden wir von hier! Ah, guck mal, jetzt haben wir hier das geile MG. Halt das Boot gerade! Was ultra langsam ist. So, da haben wir ein anderes Boot, das ist auch sehr cool. Alter, ich kann ja mit dem Ding mal überhaupt nicht zielen. Ein Boot! Wo ist ein Boot? Das ist ein Auto, du Idiot! Deine Mutter nähert sich auf der Straße. Aber das ist ja egal. So, Trucks nähern sich auf der Straße. Das ist natürlich schön. Da muss ich mir erstmal eine Kugel aus dem Arm holen. Alter, halt doch mal deinen Kack. Drecks Boot still. Alter, wie der sein Boot mal überhaupt nicht stillhalten kann. Das nervt etwas. Oder beziehungsweise wie ich einfach mal überhaupt nicht... Treffe. So, wir haben mal gerade hier einen Arm ausrenken. So. Du hast mich gerettet. Und die haben meinen Vater. Der wollte denen ein Riesenvermögen zahlen. Alter, die hätten dich auch als Sklave verkauft, wenn er gezahlt hätte. Scheiße. Alter, was für eine mega Scheiße, Mann. Weiß nicht, ob ich klarkomme. Kenn dich, Olli. Du bist stärker, als du denkst. Komm mit mir, ich weiß, wo du in Sicherheit bist. Geht's noch? Die werden gerade beschossen. Die können sich doch nicht einfach unterhalten. Erfolg, ja, lass den Kiffer in Ruhe. Ich lass dich gleich mal in Ruhe. Mm. Ganz ehrlich, aber. Lisa, Daisy. Was war das denn gerade? Ich hab Oliver. Olli! Hey, Mädels! Schön wieder bei euch. Wie zu schön, sein. Dass es dir gut geht. Ja, mir geht's auch gut. Ich fliege wie ein Vogel und das Gewächshaus brennt. Wo sind wir hier bitte gelandet? Wow, das Zeug haut mächtig rein. Will noch jemand ziehen, bevor ich ihn ausmache? Ja, ich, hey, ich bin in einer Sekunde da. Es ist ja wie im Himmel. Hey Jason, kannst du mal eine Sekunde kommen? Ich muss dir was zeigen. Jo, ich komme gleich. Ich muss dir auch was zeigen. Komm. Hey, ich mache ein Kreuz für Grant. Mach das. Danke. Ein Kreuz? Wir müssen reden. Werden wir. Nur nicht jetzt. Ich muss Riley finden. Wenn dem Jungen irgendwas passiert. Okay, und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Ich sag ja nicht, dass du sie nicht retten sollst, Ray. Mach mir Sorgen, es verändert mich. Lisa, keine Angst. Zum ersten Mal nehme ich mein Leben selbst in die Hand. Das stimmt, das ist doch was Gutes. Daran haben wir hart gearbeitet und ich habe dir einen Studiojob besorgt. Ich habe Steve. Ich will jetzt nicht über deine Ex-Freunde sprechen. Das ist mein Weg. Ich muss ihn alleine finden. Okay. Mach das. Okay. Verstehe, du bist gestresst. Wir sehen uns später. Ich liebe dich. Jetzt geh. Bevor ich dich wieder aufhalte. Hm, naja, die Frauen. Du findest besser die anderen. Und mach selber, was ich will. Halt die Fresse und mach ein Kreuz. Mach dein Kreuz, geh wählen.
Eat me. Drogen. Prost. Warum zur Hölle tut er jetzt hier Dingsen und ich nehme mal wieder hier weiter auf? Das ist irgendwie lustig mit der Kamera, das macht mir Spaß. Jo, aber es war nur eine Kuh, die auf eine scheiß Mine getreten ist. Und wo? Nummer Kombi, bitte. Das war das Beste. Er hatte sich verdrückt für eine Nummer. Und die Alte ritt ihn so wild, dass er ohnmächtig wurde. Siegmann bringt mich echt ins Grübeln. Ja, klar. Aua. Wo du das nächste Gras das sind die lustigsten Geschichten, Oliver. Die anderen würdest du nicht glauben. Bin gleich zurück. Hey, holst du noch ein Bier? Bring mir ein Bier. Du Sack, ich bezahl die Runde nicht. Greif, Baby, gib ihm Geld. Gib Gibst ihm was. Bier? Na gut, ich geb dir Geld. Gib mir das Geld. Okay, okay, wer will Geld? Ich hab tonnenweise Geld. Hier, Leute, will noch einer Geld haben? Kohle! Nee, danke, Schatz. Okay, wir sind anscheinend in einer Erinnerung. Verlasse die Höhle, sehr schön. Geh und besorg Drinks für deine Freunde. Wen haben wir denn hier? Ah ja, interessant. Wer seid ihr? Mhm. Was machst du hier? Bist du beruflich hier oder hängst du hier so rum? Okay, will nicht mit mir reden. Hallo. Ich nehme Sambuca-Shots. 6-7. Frauenprobleme? Sagt sie das? Ehrlich, Jason, verdirb's dir nicht mit ihr. Ich bring kurze. Also das. Genau das brauche ich jetzt. Dann rein mit den kurzen. Hey, Baby. Moment, Moment. Pass auf, pass auf, pass auf. Nicht schlabbern, nicht schlabbern. Schluck, schluck, schluck. Danke, geschafft. Baby. Yeah. Oh, shit! Auf meinen Bruder Riley und seinen Pilotenschein! Oh, wo zur Hölle ist der kleine Scheißer? Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine! Yeah. Woo. Aha. Okay. Interessant. Vor Begeisterung muss ich noch einen Chip essen. Nacho natürlich. Mhm. Steh jetzt mal auf, Junge. So. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, warum wir am anderen Ende der Höhle sind, am Arsch der Welt, aber ich denke mir da einfach mal nichts bei. So, die sind hier schön am Zelten. Mhm. Gut. Hallo. Du findest besser die anderen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Wir sind ja nur zusammen. Okay. Mann, Bruder, Frau verloren, Freundin Lecke. Interessant. Haare, ihr geht mir auf die Nerven. Haare, ich würde euch am liebsten wegwerfen. Jason, ich habe deinen Freund gefunden, Keith Ramsey. Ein Hitman, der für heute arbeitet, kaufte ihn. Er ist meistens in der Bar bei den Baracken. Wie ist sein Name? Bark. Bark. Also sein Name ist Buck und er ist hier für einen Fuck. Nee, sein Name ist Bugs Bunny und alles, was er hier macht, ist funny. Bitch. Okay. Haben wir denn... Ich mach mal eben hier kurz... Einmal kurz hier beim Ollen ins Haus gehen. Und Munition aus. Hier auffüllen. Zack. Und wieder schöne Muschel verkaufen und Leder. Können wir auch verkaufen. Und dann wollte ich mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was selber herstellen können.
Waffengurt. Starker Waffengurt. Haihaut. Ach so. Okay, okay. Wir brauchen zwei Hai heute. Kein Ding. Kaufe ich immer im Edeka. Und grüne Blätter brauchen wir, glaube ich, auch noch. Gut. Das ist mein Reich. Nee, was? Achso, ich wollte mal gucken, ob er vielleicht doch welche herstellt. Nein, nicht Beute. Herstellung von Medizin. Okay, eins können wir machen. Okay, zumindest. Zumindest eins. Dann wollte ich mal gucken, wie weit unser Ziel entfernt ist. Okay, das ist. Ach, da vorne. Okay, dann gehe ich mal wieder hier zu Bad Town. Per Schnellreise. Okay. Ein Nacho. Und hoch auf die Schnellreise. Okay. Ich bin Waffendealerin. Nein. Keiner glaubt mir, echt? Aber die haben mein Boot gesprengt. Erzähl. Ich hab's überlebt. Aha. Eine Marionette zu sein. Sehr schön. Deine Mutter ist Schiffskapitän. Und zwar von ihrem eigenen Kutter. Ich kaufe mir jetzt einfach mal ein paar Spritzen. So, Konsumartikel. Also im Konsum. Ach, die kosten zu viel. Scheiße. Lecco Mio, ganz ehrlich. Ja, mach einen Kopf zu, Junge. So, wo müssen wir denn hin? Können wir dir helfen vielleicht hier? Ach, du bist eine Frau. Ja, dir helfen wir nicht. So, ist hier Festtagsbeleuchtung? Ach nee, das ist ja hier der Mieze-Club. Hallo. Was denn? Na, mal nichts überstürzen. Immer schön ein Problem nach dem anderen. Außerdem regnet es vielleicht bald. Noch ist die richtige Jahreszeit dafür. Haben wir eine Wahl? Ich muss nachdenken. Sprich mit Buck, Spunny. Gut, gehen wir mal da rein. Hallo. Ich bin glücklich, wenn ich unversehrt durch das Jahr komme. Buck, mein alter Freund. Bist du Buck? Ich hab nicht Geburtstag, dann ist wohl Weihnachten. Ich suche meinen Freund, Keith. Nee, sorry, da klingelt nichts. Du hast ihn von heute gekauft. Ah, den. Hm. Er sagte, er heißt... Ein Brüller. Also gut, dann reden wir Klartext. Du bist Jason Brody? Hey, hör zu. Ich will nur Keith. Jason. Wir sind doch nicht alles Wilde hier. Wir sind Geschäftsleute, Kapitalisten. Ich habe etwas, das du willst, oder? Mein Produkt. Und du hast auch etwas. Und was soll das sein? Oh, nur ganz ruhig, Jace. Vorsichtig. Legst du mich um, kriegst du ihn nie. Finde den für mich. Beschaff mir den. Und du und ich sind quitt. Und Keith gehört ganz dir. Bring mir was Verlorenes. Den Dolch habe ich schon mal gesehen. Dolch? Ein Dolch? Das ist kein scheiß Dolch. Das ist Kunst. Da steckt mehr Geschichte drin als in euren Arschbacken. Das ist mein Preis, klar? Wo ist er? Dieser Schatzsucher, der wusste, wo er ist. Aber was, schnappte sich das Boot, während der nach einem chinesischen Schatz wühlte. Und was bekam er noch? Den Dolch. Nein, nicht den verfickten Dolch. Seine Position. Du willst Kies zurück? Geh zu dem verdammten Boot und finde heraus, wo das Artefakt verbuddelt ist. So, und jetzt ab. Verpiss dich! So, so. Gut, gehen wir mal zu dem Boot und finden heraus, wo das Artefakt Ach, übrigens, ab hier spiele ich jetzt übrigens blind, ne? Das heißt, das ist jetzt die erste Mission, die ich noch nicht, noch überhaupt nie gemacht habe. Das heißt, so weit war ich noch nie im Spiel.
Also kann man sagen, von hier an blind. Ist ganz richtig so. Nur damit ihr Bescheid wisst und dann, damit ich das auch schön in meinen Titel schreiben kann. Wobei, das mache ich, glaube ich, eh nicht. So, wie weit ist das denn entfernt? Ach so, das ist ja quasi direkt um die Ecke. Toll. Ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Aufnahmen schon wieder gestoppt. Ja, dann lasse ich das jetzt erstmal. Okay. Dann gehe ich einfach mal nach hier rüber. Da ist sowieso eine grüne Pflanze, die ich mir hole. Tiere? Irgendwelche Tiere hier? Ne, gut. Ich habe nämlich jetzt ein bisschen Schiss vor diesen blöden... vor diesen blöden, scheiß blöden Alligatoren.